Pressing-Auslösesignale. Das heißt, wann weiß jetzt mein Spieler, ich gehe ins Pressing? Wir haben da mal drei Signale ausgearbeitet. Ja, ein bisschen schwierig zu erkennen. Das Gelbe hier ist unsere Pressing-Linie. Jetzt gibt es die erste Möglichkeit. Der Innenverteidiger betrifft übrigens jetzt gerade nur die beiden Stürmer, 9 und 11. Der Innenverteidiger passt zu dem anderen Innenverteidiger nach vorne in die Zone rein. Heißt, ich bin in der Zone drin, der Gegner ist in der Zone mit Ball drin, sofort Pressing. Die zweite Situation, der Innenverteidiger passt zum Innenverteidiger und der dribbelt mir in die Zone rein. Heißt sofort Druck ausüben, Pressing. Oder die dritte Situation, die wir rausgearbeitet haben, ist, der spielt zum Innenverteidiger, der nimmt ihn mit dem ersten Kontakt in die Zone mit und dann kriegt er Druck. Vereinfacht gesagt für die Spieler ist, sobald einer in dieser Zone drin ist, gibt ihr ihm Feuer. Das beinhaltet alle drei Punkte, die wir hier haben. Pressing-Auslösersignale für 7 und 8, das heißt für die Außenbahnspieler. Den Text braucht ihr euch jetzt gar nicht durchlesen. Hier sagen wir, jetzt klicke ich mal beide an, egal ob der Innenverteidiger jetzt den nach außen in Lauf des Gegners spielt oder nach hinten spielt, wir wollen den durch unseren Mittelfeldspieler beidseitig sofort Druck geben. Ausnahme, er steht wirklich 4-5 Meter da hinten und er kann den Ball in aller Ruhe annehmen, dann heißt, du bleibst in der Pressingzone drin und lass die da einfach hinten mal spielen, um einfach Kraft zu sparen. Und jetzt ein kleiner Exkurs, der extrem wichtig ist für die Position 8 hier. Und zwar habe ich festgestellt über verschiedenste Videoanalysen, dass es für die meisten Spieler nur einen Fixpunkt in der Defensive gibt. Und zwar unterscheide ich hier zwischen einem horizontalen Fixpunkt und einem vertikalen Fixpunkt. Das Ziel des Innenverteidigers, das er ja verfolgen möchte, wenn er flach rausspielt, ist, dass er entweder auf dem Stürmer spielt oder auf dem Außenverteidiger bzw. offensiven Mittelfeldspieler. So, jetzt hat er ja die Aufgabe zu sagen, okay, ich möchte den Passweg so eng machen, dass er mir da nicht durchspielt, hat aber gleichzeitig die Aufgabe, wenn er auf dem Außenverteidiger spielt, dass er den anlaufen kann. So, jetzt muss ich kurz an die Taktiktafel, dann kann man es ein bisschen besser nachvollziehen, das Ganze. Okay, wir nehmen die Position 8 jetzt her, der Innenverteidiger hat.